Heute schauen wir uns einmal an, warum das Leben eines Narzissten so unglaublich anstrengend ist. Wie wir in diesem Video sehen werden, sind Narzissten Antagonisten. Sie sind Gegenspieler des Lebens und sägen tatsächlich an dem Ast, auf dem sie sitzen. Es ist schon paradox. Diese Menschen verfügen ja auch durchaus über Intelligenz, sehen aber nicht, dass sich Pleiten, Pech und Pannen wie ein roter Faden durch ihr eigenes Leben zieht. Und so sägen sie und sägen sie. Und wenn sie dann heruntergefallen sind von ihrem Ast, dann sind natürlich die anderen schuld, die ihm sein Leben wieder einmal schwer machen. Dieses paradoxe Verhalten, welches dem Narzissten letztendlich nur schadet, schauen wir uns nach dem Intro mal genauer an. Ja, das Leben eines Narzissten ist anstrengend. Das fängt damit an, dass das Leben eines Narzissten von Ängsten geprägt ist. Etwas, was ein Narzisst niemals wahrhaben, geschweige denn zugeben würde. Er ist der felsenfesten Überzeugung, an seinem Wesen könne die Welt genesen. Das sind die Allmachtsfantasien eines Narzissten. Ein Narzisst, egal ob grandios oder verdeckt, hat die Grundüberzeugung, etwas Besseres als die anderen zu sein. Der grandiose Narzisst trägt diese Überzeugung offen zur Schau. Der verdeckte Narzisst hat diese Allmachtsfantasie natürlich nicht weniger, versteckt das Ganze aber hinter seiner schüchternen, freundlichen und opferbereiten Haltung, die nach außen hin gezeigt wird. Nur der eigene Ehemann und die Kinder erfahren dann im täglichen Leben hinter den verschlossenen Türen, wie unnachgiebig, rücksichtslos und egoistisch die narzisstische Ehefrau buchstäblich über Leichen geht, allen die Laune vermiest und an nichts ein gutes Haar lässt. Soll mir einer nicht erzählen, dass dieses Doppelleben nicht anstrengend ist? Aufgrund dieser fatalen Einstellung, ich bin der Beste, / ich bin die Beste, aufgrund der Überzeugung, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn die anderen mal endlich anfangen würden, sich meiner Meinung anzuschließen, aufgrund dieser Überzeugung kommt es ihnen überhaupt nicht in den Sinn, dass sie toxische Menschen sind, die andere Menschen nicht als eigenständige Individuen sehen, als gleichberechtigte Menschen mit einer eigenen Meinung, die auch mal anders sein kann. Nein, Narzissten sehen andere Menschen binär, als Freund oder Feind und bewerten die anderen lediglich nach ihrem Nutzen. Mit so einer Einstellung spalten sich Narzissten förmlich von der Außenwelt ab. Mit so einer Einstellung gibt es kein Wir, sondern nur Folgendes. Entweder schön, dass die anderen mich bewundern, oder aber wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Naja, denen werde ich es schon noch zeigen. Mit so einer Einstellung bist du schier zerrissen. Ständig kann etwas passieren, worauf du reagieren musst. Deswegen sind Narzissten ja auch ständig in Hauptachtstellung. Wie ich schon oft in meinen Videos erklärt habe, hat sich der Narzisst hinter seinem Schutzwall verschanzt. In seiner Welt kann nichts sein, was nicht sein darf. Er ist derjenige, der perfekt ist. Er ist derjenige, der keine Fehler macht. Er ist derjenige, der alles im Griff hat. Eine Einstellung, die einem emotional gesunden Menschen schon einen Schauer über den Rücken jagen lässt. Denn wenn jemand die Messlatte so hoch legt und von sich behauptet, ich bin Mr. / ich bin Mrs. Perfect, hat dieser Mensch es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich einfach. Jetzt ist dieser Mensch darauf angewiesen, es sich und allen anderen zu beweisen, wie toll er ist. Und jetzt wird es so richtig anstrengend. Jetzt braucht man Bewunderer, jetzt braucht man Flying Monkeys, die ihn in seinem Tun, Denken und Handeln bestätigen. Sollte man jetzt einen Fehler machen und sei es nur, dass man sich auf der Fahrt in den Urlaub verfahren hat, dann müssen Entschuldigungen gesucht werden, warum er ja geradezu gezwungen war, genau diese Route zu fahren und keine andere. Mit dieser Einstellung, ich bin Mr., ich bin Mrs. Perfect, ist er nun ständig auf Zufuhr angewiesen, weil seine Einstellung, ich hab's voll drauf, ist nicht von wirklichem Tiefgang.
So tief im Inneren nagt halt doch die Grundüberzeugung, dass er nur dann etwas darstellt, wenn die anderen ihm ihren Beifall zollen. Er mimt zwar den Coolen, und diese Schauspielkunst ist manchmal wirklich Oscar-reif, aber in Wirklichkeit ist ein Narzisst ein Kleinkind, gefangen im Körper eines Erwachsenen. Ein Kind, das ängstlich darauf bedacht ist, es ja der Mama oder dem Papa recht zu machen, weil ansonsten die Abstrafung und Ausgrenzung erfolgt. Im tiefsten Innern ist ein Narzisst ein zutiefst verunsicherter und schambehafteter Mensch, der es niemals vermittelt bekommen hat, dass er gut ist, so wie er ist. Und nun ist er ständig im Außen auf der Suche nach dem, was er sich eigentlich selbst geben müsste, nämlich Annahme und Liebe. Narzissten haben eine große Furcht davor, sich menschlich zu geben, weil das bedeuten würde, sich verletzlich zu zeigen. Zuzugeben, dass man auch mal Fehler macht und natürlich nicht perfekt ist, sondern ein ganz normaler Mensch. Natürlich auch mit ganz normalen Mängeln und Fehlern. Nein, verletzlich sein ist das Letzte, was sie wollen. Und so haben sie sich eben ihre Maske aufgesetzt und sich hinter ihrem Schutzwall verbarrikadiert. Aber es ist kein festes Fundament, auf dem sie ihr Leben aufgebaut haben. Ihr Fundament besteht aus Lügen, sich selbst belügen, besteht aus Selbstunsicherheit und Scham. Ein Leben, welches auf solchem Fundament gebaut ist, kann nicht gelingen. Das mag nach außen hin zwar anders ausschauen. Da ist der erfolgreiche Unternehmer, da ist die perfekt aussehende Frau, die auf Instagram und YouTube x Follower hat und jeder weiß, wie unverschämt viel dieser Mensch als Influencer verdient. Aber wir können immer nur vor den Kopf schauen und niemals dahinter. Wir wissen nicht, was in Wirklichkeit in diesen Menschen vorgeht. Bei manchen Menschen kann man erahnen, dass sie innerlich leer und hohl sind, so wie sie reden, so wie sie sich geben. Man kann anhand ihres Auftretens schon sehen, dass diese Menschen eigentlich Getriebene sind, die schlecht versteckt panische Angst vor dem Verlust der ewigen Jugend haben, panische Angst davor, morgen vielleicht ohne Follower dazustehen. Narzissten leben ein Leben der Lüge. Sie belügen andere, sie belügen sich selbst. Du kannst sie mit der Nase auf ihr Fehlverhalten stoßen. Du kannst ihm klar darlegen, wie arrogant er sich der Bedienung vom Restaurant gegenüber verhalten hat. Du kannst ihm vielleicht sogar nachweisen, dass er gelogen hat und dass er keinesfalls so schuldenfrei dasteht, wie er dir vielleicht immer wieder erzählt hat. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass er ärgerlich wird, dass er Schuldumkehr betreibt, aggressiv wird und zum Schluss sich als das eigentliche Opfer darstellt, dem ja wieder einmal so übel mitgespielt wurde. Du kannst mit einem solchen Menschen kein gutes Leben führen. Wenn du mit einem solchen Menschen zusammen bist und versuchst, Ordnung in diese chaotische Beziehung zu bringen, dann wirst du irgendwann verzweifeln, weil du mit einem Menschen zusammen bist, der dich in deinen Bemühungen, das Ganze in die richtige Bahn zu lenken, komplett torpediert. Du hast keinen Partner an deiner Seite, sondern einen Gegenspieler, der dich zum Schluss sogar noch attackiert, weil du es gewagt hast, ihm seine vermeintlichen Schwachstellen aufzuzeigen. Du wirst von einem Narzissten niemals zu hören bekommen: Du, das ist jetzt interessant, was du gerade gesagt hast. Ja, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht und ich sollte mich, glaube ich, entschuldigen. Glaub mir, niemals. Narzissten können sich nicht entschuldigen. Ich meine, aus tiefstem Herzen entschuldigen. Sie können vielleicht einmal ein Sorry raushauen. Sorry, dass ich heute Morgen so schlecht gelaunt war und dich angegangen bin. Aber mein Gott, ich bin doch auch nur ein Mensch. Und so wie du mich wieder einmal enttäuscht hast, war doch klar, dass ich schlechte Laune kriegen musste. An mir lag es jedenfalls nicht. Ja, so sehen Pseudo-Entschuldigungen von Narzissten aus. Aber glaubt mir, so ein Leben ist unglaublich anstrengend. Narzissten halten sich ja auch nicht an Regeln. Jeder, der schon einmal mit einem Narzissten zusammen war, kennt das. Da sitzt ihr stundenlang, um einen Kompromiss zu schließen, wie der Haushalt besser organisiert werden könne. Irgendwann kommt es dann tatsächlich zu etwas, ja, wie so ein Kompromiss. Aber 3 Tage später ist dann alles wieder beim Alten und du stellst fest, dass das stundenlange Gerede für nichts, aber auch gar nichts gut war.
Narzissten halten sich nicht an Regeln und Absprachen. Regeln, denken sie, ja klar müssen die sein. Tempolimits, Abstandsregeln und Ampeln. Klar muss alles sein. Aber bitteschön, was ist denn dabei, wenn ich heute mal schneller fahre als erlaubt und dem Penner da vorne mal zu dicht auffahre? Was muss da auch so schleichen? Und so führen Narzissten auch hier den täglichen mühsamen Kampf, sich alles schön zu reden und sich und anderen immer wieder klarzumachen, dass er ja geradezu gezwungen war, sich über dieses Tempolimit oder eine Abstandsregel hinwegzusetzen. Uff, sage ich da nur, ganz schön anstrengend. Bekanntermaßen wertet ein Narzisst den eigenen Partner ja ab. Er manipuliert ihn, er gaslightet ihn, er zerstört das Selbstbewusstsein deines Partners und beschwert sich anschließend, dass du nur noch ein Schatten deines Selbstes bist. Früher, so heißt es dann, warst du ein so lebenslustiger Mensch, der so viel Energie hatte. Baby, wird er fragen, wo ist das alles geblieben? Dass er genau dafür verantwortlich ist, sieht er natürlich nicht. Dass er den Ast absägt, auf dem er sitzt, sieht er natürlich nicht. Mit der Zerstörung des eigenen Partners zerstört der Narzisst die Zufuhrquelle, auf die er so dringend angewiesen ist. Man kann nur erahnen, wie anstrengend es sein muss, sich zum einen schön zu reden, dass man den eigenen Partner nicht zerstört hat, und wie anstrengend es sein muss, sich ständig neue Zufuhrquellen zu suchen. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.